Jo, was geht ab, Freunde der leichten und ausgewogenen Ernährung? Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Hier ist wieder Salami TV, der ostdeutsche Ossi mit Mordsappetit, ständig auf der Suche nach neuen kulinarischen Köstlichkeiten. Freunde, heute mal kein Fast Food, heute mal keine süß-sauren Eier, keine Buletten, nix, dies, das, sondern heute mal Kinder Bueno. Genau, ihr fragt euch, Kinder Bueno? Warum Kinder Bueno nur? Ja, das hat einen ganz bestimmten Grund. Und zwar, mein Freund Tommy, ihr kennt ihn alle von Tommys Weltkanal, ich werde den Kanal mal hier unten verlinken, der war da echt so mutig und hat mich herausgefordert zu einer Kinder Bueno Challenge. Ja? Tommy sagt, wer schafft mehr Kinder Bueno Challenge? Er hat ja die Döner Video Challenge gesehen, damals mit Harry, und er hat gesagt, komm, wir machen eine Kinder Bueno Challenge. Ich so, Tommy, weißt du auch, was du dich da einlässt? Ja, natürlich Salami, natürlich weiß ich, auf was ich mich da einlasse. Ich habe nochmals gefragt, Tommy, weißt du wirklich, auf was du dich da einlässt? Er sagt, ja. Er hat sich so ein Blister gekauft mit 80 Buenos drin. Ich sage, okay. So, und das soll jetzt hier mal ein kleiner Warm-up sein. Mein kleines Kinder-Bueno-Training, ja. Die Packung, die habe ich heute Morgen im Rewe erworben für 2,59 Euro oder 69, keine Ahnung. Der quietschende Stuhl auch im Hintergrund, ja. Er ist schon fast Legende hier, Leute. So. Wie wir sind hier drin? 6 Riegel. Ach Gott, 6 Riegel nur? Ich habe gedacht, da sind mehr drin. Okay. Na gut, 6 Riegel. Können wir mal aufmachen hier. Oh. Ich rieche dran, die sind ja nochmal eingeschweißt. Naja, okay. So. Hier sind 6 Kinder Bueno. Ja, das ist eine spektakuläre Ritt. Ich hätte mir eine Familienpackung mit 10 Stück holen sollen. Aber selbst das wäre keine Herausforderung für mich gewesen. Ja. Und Leute, wir wollen, Tommy und ich wollen die Tage jetzt nochmal live gehen. Weil man kann ja seit einer Raumzeit miteinander live gehen. Ich habe es noch nicht gemacht, aber ich denke mal, der Bildschirm ist dann geteilt. Da ist immer Tommy und da ist immer meine Wenigkeit. Ich weiß nicht, wie das abläuft. Aber wie gesagt, wir wollen die Tage wirklich die Kinder Bueno Challenge durchziehen und zusammen im Livestream uns betteln, Freunde, wer die meisten Bueno schafft. Ja, Kinder Bueno, man kennt sie. Ja, jeder liebt sie. Oh, toll, das fängt ja schon gut an mit so. Guck mal, so eine Scheiße mit den Schnippel hier, ja. Das, wie soll ich denn jetzt so aufreißen? So, muss ich hier. Junge. So. So, Leute. Das ist der unverwechselbare Kindergeruch und Geschmack. Da kommt irgendwie nichts dran. So, Leute, ich würde sagen, bist du hungrig, machst du genau das hier. Denn G steht für Gönnung. Ihr wisst Bescheid. Schmecken lassen. Ja. Ja, ich habe mir noch einen Kaffee geholt, von der Tankstelle, für schlappe 3 Euro, man gönnt sie ja sonst nicht. So, und dann Leute, hat Tommy mir erzählt, er war mal wieder auf dem Kanal vom schwäbischen Rotzlöffel, ja, und musste mit Erstaunen feststellen, dass er schon wieder frech war zu mir. Er hat diesmal ein Ansagevideo gemacht, wo er mich beleidigt hat als Dreckschwein und so. Und ich habe das Video einem Kumpel gezeigt und er hat gesagt, du, damit müsstest du zum Anwalt gehen, weil das ist echt Beleidigung. Was ich auch getan habe, und der schwäbische Rotzlöffel, a.k.a. der Giraffenjunge, ja, Giraffenjunge, müsste irgendwann Post kriegen. Ja, Giraffenjunge. Man darf nicht so frech sein im Internet. Gerade wenn man so ein 55 Kilo Lauch ist, so wie du, ne? Macht mir eine. Ach so, und dann hat er mir eine Kampfansage gemacht. Er will mit mir boxen. Er will boxen mit mir. Dieser 55 Kilo Lauch, Giraffenjunge, will gegen mir boxen. Gegen mich boxen. Leute, ich muss sagen, erstens, ich bin kein Boxer. Ich bin Essen zwar nicht da, aber kein Boxer.
Und zweitens, warum wollen immer alle Leute boxen? Warum? Verstehe ich nicht. Lass uns doch eine Runde Schach spielen. Bei dir oben im Kinderzimmer. Lass uns eine Runde Schach spielen. Oder Mensch, ärgere ich mich. Du fragst deine Mama, ob sie das Mensch ärgerlich ein Spiel hochholen soll. Dann macht sie uns wieder noch einen Kakao und dann spielen wir Mensch ärgerlich nicht. Oder Schach. Aber Boxen, warum denn immer Boxen? Aber okay. Ich sag jetzt so, damit hättest du jetzt hier nicht gerechnet. Ich nehme einfach mal die Herausforderung an. So. Giraffenjunge. Jetzt hast du die Rechnung ohne den Zoo, wer da gemacht. Ja? Ich nehme den Boxkampf einfach mal an. Mal gucken, was jetzt passiert. Jetzt muss er kommen. Jetzt hat er den Ball in der Hand. Und ich wette, da kommt wieder nur ja nichts, außer eine Entschuldigung und ein naja. Alle wollen boxen. Ich bin kein Boxer. Uli. Und dann wieder so droht so im Video. Pass auf. Erwähne mich nie wieder irgendwo in deinem Stream. Ach, na Junge, da hab ich ja ein Glück, dass das hier kein Stream ist, sondern ein Video, wa? Giraffenjunge, da habe ich ja richtig Glück gehabt. Ja. Mann, so eine Internetkinder, so eine Internet-Rambos. Weiß deine Mutter überhaupt, was du da treibst im Internet? Die ist bestimmt sehr enttäuscht von dir, wenn die das weiß. Giraffenjunge. Schwäbischer Rotzlöffel. Also, Tommy. Die Packung ist ja 0,0 Sekunden weggefetzt hier. Also, ohne mich zu weit aus dem Fenster zu lehnen, hier vorhin schaffe ich wenigstens 4 Packungen. 6x4, 24. Nee, ich schaffe mehr. Ich schaffe mehr. Ach so, und dann macht sich ja der Giraffenjunge ständig über Tommy lustig, weil Tommy sitzt im Rollstuhl. Und ich finde es so schäbig von dem Rotzlöffel, dass der sich lustig macht über Tommy, weil Tommy im Rollstuhl sitzt. Das zeigt mir immer mehr, dass sein Gehirn noch ja nicht ausgereift ist von diesem Junge. Ja? Ich kann diesen Junge eigentlich ja nicht ernst nehmen. Das ist ja mein Edelstalker und er versucht ja über mich Klicks zu generieren und Abonnenten zu generieren. Oh, war ja. Einfach nur traurig. Ja. Ich sage, wenn deine Mutter wüsste, was du im Internet treibst, die würde sehr enttäuscht sein von dir. Glaub mir das. So, der letzte. Na, Tommy, ob du irgendwie eine Chance hast? Wir werden es bald rausfinden. Wir werden es bald rausfinden, mein Freund. Und der Rotzlöffel, / Giraffenjunge, der ist ja so frech und so dreist, ne? Der sagt, die Ostdeutschen sind alles Untermenschen. Also ich denke nicht, dass wir Untermenschen sind, Rotzlöffel. Aber wenn das deine Meinung ist, dann ist das deine Meinung. So, jetzt bist du am Ball, Freundchen. Du hast gesagt, du willst einen Boxkampf. Ich habe zugestimmt. Und jetzt sagst du, wann und wo. Okay? Und ich werde da sein. Aber ich habe keine Boxhandschuhe. Für dich brauche ich auch keine Boxhandschuhe. Du kannst mir einen Arm auf dem Rücken binden. Dann boxe ich mit einem Arm. Und du boxst mit Boxhandschuhe und mit zwei Armen. Ihr Freunde, alles klar. Das sollte mit diesem kurzen, knackigen Video gewesen sein. Ich habe die Kinder Bueno Riegel in ein paar Minuten weggefetzt. Ist eine Sticket jetzt. Und
Ja, das war mein kleines Training. Und wenn er mögt, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ach so, und viele haben ja gesagt, ja Salabi, du hast uns doch im Dezember Weihnachtsessen und Weihnachtsgerichte versprochen. Ja, bleibt mal ruhig. Sonntag gibt es eine Entenbrust mit Flöße, Rotkohl und Soße. Genau. Alles klar, Freunde. Das sollte mit diesem Video gewesen sein. Ich danke euch fürs Zusehen. Bleibt alle gesund. Seid gespannt auf die Kinder Bueno Challenge. Irgendwann wird die jetzt demnächst kommen. Dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Mein Name ist Salami zu dem TV. Ihr wisst Bescheid. Tschüss.